Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Sven Gebönisch. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch von Klaus W. Hoffmann mit dem Titel Piraten auf der Nudelinsel vorstellen. Ist für Kinder ab 5 Jahre geeignet. Erstmals 2010 im Leipziger Lüscherz Verlag erschienen und letztes Jahr in der zweiten Auflage. Hardcover-Ausgabe, umfasst 22 Seiten. Hier sehen wir die Rückseite. Also, ich mache es mal ganz vorsichtig. So ist das ganze Coverbild zu sehen. Kostet 9,90 €. Die Illustrationen sind von Karl-Heinz Appelmann. Ja, und um was geht's bei diesem Buch? Es ist ganz klar eine Piratengeschichte. Und zwar aber eine besondere, denn der Schatz liegt auf einer Nudelinsel. Hier haben wir die beiden Protagonisten. Kapitän Filzbart mit seinem roten, filzigen Bart und sein Matrose Fischkopf suchen den Schatz. Und das ist so ein bisschen auch dann der ganze Witz mit an diesem Buch. Also zum einen, dass es sich auf einer Nudelinsel abspielt. Also diese ganze Insel ist, hier sehen wir sie mal, besteht aus Nudelteig, wo Spaghettibäume wachsen. Das ist ja schon ein schöner Anknüpfungspunkt für die Kinder. Auf der Insel liegt auch noch so eine Tomatensee-Suppe-See. Genau, so rum, Tomatensuppensee. Und das ist natürlich, was so Kinder toll finden, weil eigentlich sind Nudeln und Tomatensuppe oder ja, Tomatensauce so das eines dieser Lieblingsessen von Kindern. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Kinder, die das nicht essen. Ja. Und die zwei suchen also den Schatz und haben schon eine abenteuerliche Reise auf dem Weg zum Schatz. Und auch die zwei sind einfach herrlich, wie sie miteinander so agieren. Also so ganz typisch der Kapitän, der glaubt, alles besser zu wissen und sein Matrose sei ja so, ja, ein bisschen, ja, dumm und würde, den müsse er immer belehren, aber das ist natürlich das Gegenteil. Und als sie den Schatz finden, wird er natürlich von einem Drachen, hier, von einem feuerspeienden Drachen bewacht und gegen den müssen sie den Schatz dann erobern und das Schiff wieder erreichen. Und natürlich die Frage, wie schaffen die das und was befindet sich überhaupt in der Schatzkiste? Ich verrate es Ihnen natürlich nicht. Was ist eigentlich auch noch das Mehr an diesem Buch, was nicht nur eine traditionelle Piratengeschichte ist, die auf einem Nudelinsel stattfindet, was schon sehr kreativ und witzig ist. Es geht ja auch um die Lust an Sprache, an Buchstaben, an Wörter. Das Buch richtet sich ja an Kinder ab 5 Jahre, also Vorschulalter, die bald dann in die Schule gehen und lesen lernen und so das erste Interesse an Buchstaben haben, also wo dann die Fragen kommen, was steht denn da und vielleicht schon die ersten Leseversuche haben und so ein bisschen nimmt das Klaus W. Hoffmann auf und baut das hier in seine Geschichte ein. Weil in diesem Tomatensuppensee, diesmal richtig gesagt, schwimmen zum Beispiel solche kleinen Nudelbuchstaben. Und auch sein Erzählstil ist, merkt man einfach die Lust am Fabulieren an der Sprache an. Ich lese mal ein Stückchen vor. Die beiden Piraten ließen ein kleines Boot ins Wasser gleiten und legten zwei Schaufeln hinein. Sie stiegen ein und ruderten an Land. Die Insel riecht ja nach Nudeln, rief Fischkopf begeistert. Weil sie aus Nudelteig gemacht ist, belehrte ihn Kapitän Filzbart. Auch alles, was auf ihr wächst? Fragte Fischkopf erstaunt. Ja, auch alles, was auf ihr wächst, antwortete Kapitän Filzbart. Es soll hier sogar einen Tomatensuppensee geben, an dem kleine Nudelbuchstaben schwimmen. Leben hier auch Menschen und Tiere? Fragte Fischkopf weiter. Keine Ahnung, erwiderte Kapitän Filzbart. Das werden wir ja sehen. So, und jetzt geht das dann weiter und der lernen die diese Zwerge kennen. Komischer Kerl, sagte Kapitän Filzbart und kratzte sich seinen verfilzten Rauschebart. Er ist im Berg verschwunden. Man sagt ja, dass Zwerge in unterirdischen Höhlen leben sollen. Ich dachte immer, Zwerge leben mit Schneewittchen zusammen im Wald, sagte Fischkopf. Überlass das Ding lieber mir, du Dummkopf, sagte Kapitän Filzbart. Der Zwerg muss sehr reich sein. Hast du seinen Schmuck gesehen? Er trug eine goldene Halskette und Ringe mit Diamanten an den Fingern.
Ich habe nichts gesehen. Du bist ein Blindfisch. Und so geht es weiter. Und also immer diese Spielereien, diese Glaubereien zwischen den beiden. Dann so ein bisschen dieser unterwürfige, aber doch eigenständige denkende Fischkopf. Ja, und es ist eben, das Buch ist eine wunderbare, ganz traditionelle Piratengeschichte. Es gibt da keine großen Experimente, auch in den Illustrationen. Die sind so ein bisschen, ja, wenn man heutige Kinderbücher sieht, die sehr experimentell sind und modern und irgendwie kriegerlich oder sehr verschrobenen Perspektiven, ist das so wohltuend gediegen, also ganz klassisch. Und das macht einfach auch Spaß, diese Geschichte zu lesen. Die spricht garantiert alle Kinder an, vor allen Dingen ich aber auch Jungs, einfach durch die Piratengeschichte und dieses Abenteuer, aber auch Mädchen werden da so ihre Freude haben. Und ich finde es einfach auch schön, mal diese Idee mit dieser Nudelinsel, und ich finde es auch schön, dass hier so bei den Kindern die Lust an den Buchstaben und an dem Lesenlernen geweckt wird. Also das zeichnet dieses Buch aus. Deswegen 5 von 5 Sternen. Wie immer, die gesamte, also der Link auf die gesamte Rezension finden Sie in der Infobox. Auch alle Informationen zum Buch. Empfehle ich Ihnen gerne weiter, dieses Piratenbuch. Ist mal was anderes, also diese ganz sonst klassischen Piratengeschichten. Sie haben hier tatsächlich gute Qualität, haben wirklich super gemacht. Ein schönes Buch, was auch nicht irgendwie zu so der Zeit Mode entspricht, sondern das werden sie auch noch in 10, 15 Jahren gerne zur Hand nehmen und vielleicht nicht nur den heutigen ihren Kindern und Enkelkindern lesen, sondern werden vielleicht auch die Kinder ihren Kindern dann gerne mal vorlesen. Also eine Empfehlung für Piraten auf der Nudelinsel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.